Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Steep, dem neuen Bergspiel, dem neuen Sportartenspiel für die Berge, also Wintersport. Und wir machen den Spielerspiel jetzt gerade zum ersten Mal. Ich starte hier gerade frisch rein. Erstmal voll mit dem Wingsuit unterwegs, gleich mal einen Sprung. Das sah gut aus. Du hast dich wirklich nicht zurückgehalten. Jetzt zieh die Leine und zieh auf das Gebiet, das wir uns vorhin angesehen haben. Ach, schade. Da geht es dann mit dem Snowboard weiter. Mal sehen, wie schnell du zwischen den Disziplinen wechseln kannst. Denn das würde ich ziemlich oft machen. Willst du mal die Disziplinen wechseln? Snowboard? Bereit? Dann zeig mal, was du drauf hast. Auf geht's. Wie gesagt, das ist, sagen wir mal, Extremsport in dem Sinne nicht, aber naja, doch. Ja, ein bisschen tricky alles noch. Ups. Hallo, andersrum. Ist eine Baumenge geblieben, Stein. Heißer. Ja, auf Gehkräfte muss man halt auch achten, dass man halt nicht ein bisschen was, man nicht übertreibt. Dann komm mal am Basislager vorbei. Sieh auf deine Karte. Es ist neben einem Gipfel namens so. Tête du Danay. Wie gesagt, das ist eine ganz offene Welt. Basislager sind hier draußen. Willkommen im Basislager. Diesen Ort habe ich gewählt, weil er sehr zentral im Aravi-Gebiet liegt. Sieh dich mal um und dann verstehst du, was ich meine. Von hier aus kannst du gehen, wohin du willst. Aber wir müssen uns auch andere Orte erschließen, damit du auch neue Lines fahren kannst. Ich habe mir vorhin ein paar Orte angesehen, die ich dir zeigen möchte. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Mal hier nochmal neu versuchen. Wo sollten wir jetzt hin? Wir sollten hier oben irgendwo lang. Halt mal an, ja. Hier, wir müssen da runter. Achso, ja, Ski. Cool. Hallo? Nee, halt. Oh. Zu Fuß. Man kann auch zu Fuß laufen, also. Was ist los? Spürst du das? Kann Sprüche machen. So, jetzt. Halt. Lass mal noch ein bisschen einfuchsen. So, auf jetzt. Voran? Also. Lol. Nein, nicht Bergpanorama. Oh. Noch ein bisschen tricky alles, aber. Gut, weiter jetzt. Na, aber so. Nehmen wir uns mal den nächsten Berg. Schön, lol. Nein. Baum hängen geblieben, cool. Was sind wir jetzt hier? Sehr nix. Ah ja, okay.
das Timing noch ein bisschen. Die Absprünge. Toll, oder? Jetzt nee. Wieder nochmal die anderen Orte an. So, hier ist die andere Richtung, okay. Alter. Nein, in die Licht, scheiße. Rettest du dich jetzt wieder oder was? Auf geht's nach unten. Hier im Gebiet gibt es massenweise Orte und Lines wie diese. Wenn du sie findest, nutze das Terrain, um die Disziplin zu mischen. Damit alle sehen, wie gut du die verschiedenen Sportarten beherrschst. Ein paar der anderen Fahrer meinten, dass es auch abseits der üblichen Wege ein paar tolle Lines geben soll. Also versuch doch mal, die zu finden. Und denk dran, nicht alles muss auf der Karte verzeichnet sein. Jo. Auf geht's. Dreht sich mal um hier. Hey, warum fährt er rückwärts? Hä? Er hat schon Fehl. Komm, Grashüpfer. Mal sehen, was du drauf hast. Wie gesagt, das ist die ganze Map hier. Das alles. Sollen da hochkommen? Fanglas benutzen LB. Right. Powered by GoPro. Right. Du machst jetzt so. Da hoch. Noch ein. Sieht nach der super Dropzone aus. Mach cool. Dich auf den Weg, dann sehen wir es uns genauer an. Das fahre ich glaube ich online gegen andere, das richtig sehe.
Der Online oder sind NPCs? Also mal. Oha, warte. Nice. Binde. Nein, bin hängen geblieben, scheiße. Oh nein. Ganz knapp, super, bei der Fahrt ging es nur darum, deine Freeride-Skills zu präsentieren und mir zu zeigen, wie flüssig du die Lines abfahren kannst. Und das hast du getan. Das ist eine Bude. Oh, Leute, es geht nicht. So. Gut. Yes! Heute ist ein guter Tag. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.